Hey Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Zusammenfassung, was die verschiedenen Wahlprogramme und Parteien angeht, im Hinblick auf die Bayernwahl am 14. Oktober, aber auch selbstverständlich darüber hinaus. Wir werden uns erstmal kurz was Allgemeines anschauen, dann darüber sprechen, ja, was so das idealistische Wählen betrifft, welche Partei passt am besten zu mir, welche Partei vertritt denn eigentlich was, und uns dann noch darüber unterhalten, was es für Koalitionsmöglichkeiten gibt, also wo meine Stimme tatsächlich am meisten Gewicht hat. Und ja, zum allgemeinen Punkt erstmal, die Umfragewerte zeigen sehr deutlich, das wird eine Schlappe werden für die CSU. Sie wird sehr viele Prozente und vor allem zum zweiten Mal überhaupt in ihrer Geschichte die absolute Mehrheit verlieren. Das hat viele Gründe, es werden eben auch von vielen Leuten Gründe dafür gesucht, unter anderem der ja immerwährende Streit zwischen Ministerpräsident Söder und unserem Innenminister und Parteichef der CSU Seehofer, aber auch die Causa Maaßen und der Asylstreit, beides ist bisher nicht sehr glücklich gelaufen für die CSU. Und Gewinner davon sind selbstverständlich hier die Grünen, wie man sehen kann, aber eben auch die AfD, die beide hier sehr viele Prozente dazu gewinnen werden vermutlich. Und wir werden jetzt auch direkt mit der CSU starten und uns dann praktisch die Parteien in absteigender Reihenfolge zu ihren Wahlprognosen anschauen. Ja, die CSU ist eine mehr konservative, christlich-abendländische Partei durch und durch. Sie steht für eine Politik der Stabilität, der Sicherheit, nach dem Motto, wir haben es gut gemacht, es ist gut so wie es ist, so wollen wir es auch weiterführen. Die größten Themen sind und bleiben nun mal Migrationspolitik, verschärfte Asylpolitik, verschärfte Grenzkontrollen, aber eben auch die Themen Bauen und Wohnen und Vereinbarkeit von Beruf und Familie und das traditionelle Familienbild, das liegt der CSU sehr am Herzen. Und insgesamt bleibt die Partei doch durch und durch hier eine Partei der Heimat und von Bayern. Die Grünen als vermutlich zweitstärkste Partei in dieser Wahl stehen selbstverständlich mit ihrem Markenzeichen noch für Naturschutz und Umweltpolitik. Ihr Leitbild ist eines von nachhaltigem Wirtschaften, also selbstverständlich braucht Deutschland eine starke Wirtschaft, aber sie muss ökologisch und nachhaltig der Grünen nach sein. Sie stehen für eine offene und sehr tolerante Politik und sind insgesamt doch, ja auch in den letzten Jahren, vor allem noch etwas weiter links der SPD anzusiedeln. Ihre größten Themen sind dementsprechend der soziale Wohnungsbau, eine Garantierente und insgesamt der Umweltschutz. Das sind ihre zwei großen Aspekte, vor allem in dieser Wahl, der Umweltschutz, das ökologische Wirtschaften und die Sozialpolitik auf der anderen Seite. Die SPD bezeichnet sich auch weiterhin als soziale Volkspartei der Mitte, wobei Volkspartei in Bayern etwas schwierig ist, denn da liegt die SPD nur noch bei ja in etwa 11% und damit ist der Begriff Volkspartei doch etwas fragwürdig. Insgesamt steht die SPD aber für eine ja auch weltoffene und tolerante Politik, vor allem aber für eine soziale Politik, für eine starke Mittelschicht, aber für Hilfe für die ja sozial und finanziell vor allem schwach Aufgestellten. Dementsprechend sind auch ihre größten Punkte im Wahlprogramm für die Landtagswahl hier in Bayern der soziale Wohnungsbau, die Mietpreisbremse, aber auch eben die Verbesserung von ja, prekären Arbeitsverhältnissen und für eine Stärkung schlicht des Arbeitnehmers. Auch die AfD dürfen wir nicht hinten runterfallen lassen, denn auch sie hat ja im Bayerischen Landtag hier an den Prognosen einige Prozente dazu gewonnen. Sie steht weiterhin für eine national-konservative, rechtspopulistischen Kurs. Ihre größten Themen sind und bleiben die Migrationspolitik, aber auch die Familien- und Anti-Euro-Politik, wonach sie eben zum Beispiel aus dem Euro aussteigen möchten. Konkret für Bayern bedeuten ihre Forderungen, dass sie zum Beispiel den Landtag halbieren wollen, den Staat hier verschlanken wollen und effizienter gestalten möchten. Sie möchten den Islamunterricht abschaffen und ja, Familien finanziell zum Beispiel unterstützen. Auch sie sind hier definitiv und etablieren sich definitiv als Heimatpartei Bayerns. Dann kommen wir zu einer Partei, die außerhalb von Bayern ja wenig Beachtung findet. Das sind die Freien Wähler, die ja sehr pragmatisch an die Sache rangehen. Das war tatsächlich früher gar keine Partei. Diese Freien Wähler haben sich tatsächlich erst kürzlich praktisch zu einer Partei zusammengeschlossen. Sie stehen für eine pragmatische Politik, fernideologischer Vorstellung. Die Probleme müssen direkt angegangen werden. Sie möchten eine Balance zwischen Sicherheit und Freiheit haben und stehen für eine gewisse moderatere CSU, die ja doch noch ein Ticken weiter rechts ist als die CDU und sind für viele damit ein wenig die CDU von Bayern. Ihre größten Punkte sind ja Heimat, ein starker Staat und Digitalisierung. Und ja, sie sind schwer auch einzuordnen in links und rechts, weil eben sie sagen, sie sind fernideologischer Vorstellungen, möchten die Probleme direkt angehen. Die FDP steht für einen sozial abgefederten Liberalismus mit Betonung auf Liberalismus. Das bedeutet, sie wollen einen fairen Wettbewerb haben, sie wollen weniger staatliche Regeln haben und möglichst viel Freiheit für den einzelnen Bürger rausholen, sodass das System funktioniert und fair ist, aber der Staat möglichst wenig eingreift. Und dementsprechend ist auch ihr Wahlprogramm immer das kürzeste, das prägnanteste. Sie wollen zum Beispiel auch den Landtag schrumpfen, sie wollen ihn effizienter und schlanker gestalten.
also insgesamt entbürokratisieren. Und die anderen zwei wesentlichen Punkte, mit denen Sie in diesem Wahlkampf dann punkten möchten, sind gute Bildung und vor allem moderne Digitalisierung in Bayern, bundesweit eben genauso. Ganz zum Schluss kommen wir noch zu den Linken. Und die stehen für einen demokratischen Sozialismus. Das heißt, die sind weit noch links der SPD angesiedelt. Und es gibt auch durchaus linke extremistische Bewegungen. Allerdings beschränken wir uns hier definitiv nur auf das Wahlprogramm. Und da ist sehr oft eben das Wort sozial zu lesen. Die ganzen Sozialausgaben, Hartz IV etc. sollen deutlich erhöht werden. Das soll unter anderem finanziert werden durch eine Reichensteuer. Insgesamt stehen die Linken hier also für eine Umverteilung der Superreichen zu den Ärmsten in Deutschland. Und dementsprechend sind auch ihre Forderungen, es soll bezahlbare Mieten geben, es soll zwei Lehrer geben für Klassen mit maximal 12 Schülern. Und insgesamt stehen sie auch für mehr Demokratie. Also sie sind praktisch hier der Standpunkt und die Partei für die Ärmsten der Armen, die eben für eine Umverteilung sind und für ein gerechteres Deutschland, wie sie es selbst formulieren. Ja, nachdem wir uns angeschaut haben, was die Parteien so ganz grob eigentlich möchten und wo wir uns verankern können, dann ist es trotzdem noch wichtig zu wissen, wo ist meine Stimme eigentlich was wert. Und dafür müssen wir uns die möglichen Koalitionen anschauen. Wobei es eigentlich, nachdem die CSU gesagt hat, sie koaliert nicht mit der AfD, nur drei Möglichkeiten gibt. Nämlich die CSU entweder mit der SPD, also eine große Koalition, die CSU mit den Grünen oder mit den Freien Wählern. Eine CSU-SPD, also eine große Koalition, scheint mehr oder weniger ausgeschlossen, da das System große Koalition eigentlich ein sterbendes ist. In jeder großen Koalition bundesweit verliert sowohl die SPD als auch die Union an Prozenten und die SPD wird sich vermutlich auch in Bayern nicht darauf einlassen, hier eben noch weiter in die Versenkung zu rutschen und weiter Prozente zu verlieren. Damit bleiben mehr oder weniger zwei Möglichkeiten, nämlich die Grünen oder die Freien Wähler. Schauen wir uns an, was würde unsere Stimme bedeuten, geben wir sie der CSU? Vermutlich nicht viel, da die CSU voraussichtlich es nicht mehr schaffen wird, zur absoluten Mehrheit zu kommen. Geben wir die Stimme zum Beispiel den Grünen, wird eine Koalition aus CSU-Grünen wahrscheinlicher, da diese dann eben stabiler ist. Dasselbe mit den Freien Wählern. Dann schauen wir noch kurz auf die anderen Parteien, die möglicherweise voraussichtlich, man weiß es hier nie so genau, in der Opposition sitzen werden. Und da gibt man die Stimme dann praktisch einer dieser Parteien, sei es SPD, FDP, Linke oder der AfD hier, mit der man sich am meisten identifiziert, die man am meisten in der Opposition haben will. Je stärker eine Partei in der Opposition, desto mehr kann sie die Regierung kontrollieren und auf Projekte hinweisen, die ihnen wichtig ist. Gibt man zum Beispiel die Stimme der FDP, wird es vermutlich öfter mal zu lesen sein in der Zeitung, dass die FDP kritisiert, dass zum Beispiel die Digitalisierung nicht vorankommt, etc. Der einzige, wirklich bemerkenswerte Punkt an dieser Stelle ist noch, dass die Linken derzeit bei 4,8-4,9% in den Umfragewerten liegen. Das heißt, dort wäre eine Stimme, eventuell sollten die Linken in den Landtag kommen, sehr viel wert, weil man damit eben die Linken in den Landtag überhaupt bekommt, ansonsten würden ihre Stimmen verfallen. Dementsprechend muss man sich überlegen, möchte ich meine Stimme dafür einsetzen, die Opposition in eine gewisse Richtung zu lenken oder zum Beispiel möchte ich die Grünen oder die Freien Wähler als zweiten Regierungspartner hier in der Regierung sehen. Aber Politik ist und bleibt nun mal unberechenbar und sehr komplex und wenn euch das zu viel ist, euch zu überlegen, wo ist meine Stimme, wie viel wert, dann ist es definitiv keine falsche Wahl, der ideologischen Vorstellung zu folgen und die Partei zu wählen, die am besten für euch steht. Genau von sowas lebt gerade eine Demokratie und deswegen hoffe ich, konnte ich auch wenigstens in groben Zügen anständig darstellen, wofür welche Partei in Bayern und auch generell eigentlich steht. Und an der Stelle möchte ich euch den Wahlomat sehr ans Herz legen, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, welche Partei eben für was steht, könnt ihr den gerne machen. Nur ein kleiner Hinweis hätte ich dazu, nämlich schaut euch nicht nur die Prozentzahlen an, was am Schluss rauskommt und seht, hat hier eine Partei jetzt 2% mehr, dann wähle ich die, sondern schaut euch tatsächlich die Fragen an und die Argumentation von den Parteien. Das kostet Zeit, das ist mir bewusst, aber es ist es wert, dass ihr am Sonntag dastehen könnt und tatsächlich die Partei wählen könnt, die eure Interessen durchaus am besten vertritt und vor allem auch eure Argumentation und eure Argumente am besten vertritt. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich hoffe, dass es anständig rübergekommen ist, dass ich sachlich und neutral rüberbringen konnte, wofür die eigenen Parteien eigentlich stehen. Fragen, Anregungen, Kommentare, wie gesagt, immer alles gerne in die Comments. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, euch dann nächstes Video wiederzusehen.